Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich verspreche, jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen. Artikel 20 unseres Grundgesetzes ist das Recht zum Widerstand festgeschrieben. Und zwar, ich zitiere, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Einen wunderschönen guten Abend, Bergen, Rügen hier. Ich freue mich, dass wir heute mal wieder bei Sonnenschein hier stehen und nicht ganz so wie letzte Woche hier davongefegt wurden. Es war echt eine harte Nummer, aber ich muss sagen, es gibt eigentlich heute ein Jubiläum. Ich stehe nämlich jetzt mit dem heutigen Tag genau 2 Jahre wegen demselben Grund auf der Straße. Wie man sieht, hat sich noch nicht allzu viel getan. Wie man sieht, hat sich nicht allzu viel getan. Ich stehe immer noch hier und ich denke auch, ich werde es in 2 Jahren noch sein müssen, wenn ich nicht irgendwo dann eingekastet bin. Wir haben zwar die Woche einen großen Teilerfolg erzielt, ja, und dafür danke ich jedem Einzelnen, der hier Woche für Woche auf die Straße geht. Und zwar, das erste Impfpflichtgesetz ist abgeschmettert worden. Ja. Und das ist genauso auch euer Mitverdienst. Warum ich aber nicht glaube, dass das von langer Dauer sein wird, weil der Herr Lauterbach hat schon 2 Tage später 77 Millionen neue Dosen bestellt, obwohl er derzeit bei 4000 sogenannten Dosen, die er pro Tag verspritzen lässt, würde er wahrscheinlich für alle noch Jahre brauchen, um diese Dosen alle, die er jetzt schon bestellt hat, für jeden 8 Mal, das muss man sich überlegen, ja. Und da hat er jetzt nochmal 77 Millionen bestellt. Also kann es gar nichts anderes sein, entweder das Zeug wird alles in Müllverbrennung landen oder es kommt eine Impfpflicht. Ich gehe von Letzterem aus, weil er ja schon droht mit einer neuen Mutante. Ja? Die wird im Herbst kommen, da könnt ihr euch alle warm anziehen. Mit Sicherheit kommt die. Und deshalb sage ich, müssen wir nach wie vor weiter auf der Straße bleiben. Es ist auch noch ein Jubiläum für mich diesen Monat. Und zwar 2014 stand ich für Frieden in der Ukraine auf der Straße, für Maidanplatz, wo da die Schießereien sind, wo wir mittlerweile alle wissen, von welchen Leuten das gelenkt wird. Die Ergebnisse sehen wir jetzt. Wir stehen kurz vor einem atomaren Krieg. Wo ich damals gewarnt habe, vor 8 Jahren, haben sie mich als Spinner erklärt. Das wird nie passieren. Ja? Russland lässt sich das gefallen. Na klar, die Frage ist, wie lange. Und der Punkt ist jetzt, dass der Riemen runter ist und wahrscheinlich Putin keinen anderen Weg mehr gesehen hat, um sein Russland zu schützen. Und das, was in der Ukraine abgeht, das tut mir für beide Seiten sehr weh, vor allem für die Ukrainer. Weil die Ukrainer sind die Leidtragenden für angloamerikanische Interessen. Die sind nur Mittel zum Zweck, genauso wie die ganzen Ostblockländer, die Baltikstaaten. Die sind sich gar nicht bewusst, was sie eigentlich jetzt haben. Dort ist ein Militäraufmarsch vom Allerfeinsten. Ihre NATO-Mitgliedschaft hatte nicht den Schutz der eigenen Länder
Zum Ziel sondern als militärische Abschussplattform für die NATO. Und wenn es zu einem Krieg kommt, dann sind die baltischen Staaten zuerst überrollt. Das sollte man sich bewusst sein. Und da wird keiner von den NATO-Mitgliedstaaten irgendwelches Mitleid haben, wenn die dann überrollt werden. Das sollte klar sein. Genauso die ganzen Standorte hier in Deutschland, die atomar bestimmt sind, die ganzen amerikanischen Basen, die werden auf jeden Fall dann bombardiert. Und das möchte ich vermeiden. Weil die wirtschaftliche Lage in den nächsten Jahren wird schon noch schwierig genug werden. Ja? Wir werden alle mit steigenden Lebensmittelpreisen, steigenden Energiekosten zu kämpfen haben. Die Löhne werden so schnell gar nicht hinterherkommen, wenn überhaupt. Ja? Aufgrund dessen, es wird viele Arbeitslose geben. Und das möchte ich ganz gerne vermeiden. Deshalb wäre es auf jeden Fall wichtig, Frieden mit Russland, weil wir kriegen von Russland unsere Energie. Und zusätzlich will ich Öl ins Feuer zu gießen, indem man noch mehr Waffen in die Ukraine liefert. Verschlimmert und verlängert nur das Leid der Ukrainer. Und wenn ich sehe, dass überall ukrainische Fahnen hängen, ja, dann finde ich das Heuchelei, weil es trägt nicht zu Frieden bei. Diese Fahne trägt zu Frieden bei, aber keine Heuchelei. Das ist der Punkt. So, wir haben auch die Zahlen, Daten, Fakten für diese Woche, oder? Guckst du gerade? Okay.